LKW kaufen. Ich weiß aber allerdings echt nicht, wo man das kann. Ich glaube, ich fahre da gleich mal nach Frankfurt. 360 PS. Ach komm, weißt du, scheiß drauf. Ich scheiß jetzt da drauf. So, so. Perfekt. So, perfekt. So sonnenblendenmäßig. So, perfekt. So, das hier kann man ja mal so machen. Und dann kann man sich hier auch diese ganz großen Lampen zulegen. Da zahle ich zwar 44.000, aber ich habe jetzt 72. Ach nee, 61.000 habe ich ja. Es gibt auch neue. Nein, gibt's nicht. Dazu gibt es auch eigentlich Mods, also daher gehen. Rundumleuchten will ich mir unbedingt drauf machen. Nein, ich will die bestellen. 45.000 habe ich jetzt zwar gezahlt, aber ich bin groß. Und ich habe mehr Power. Upsala, auch wenn nicht viel. So, wenn hier jemand kommt, ist Pech. Oh, Entschuldigung. So, hier rum. Einfach mal rasen. Ich bin jetzt einfach mal so ein. O Wow. Schade, dass die Brücke nicht befahrbar ist. Schade, schade, schade. Also, dass man wirklich mal ins Stadtzentrum reinkommt, das ist, finde ich wirklich persönlich ziemlich schade. Also, das ist wirklich nur hier so, einfach ist, weißt du, einfach gestrickt ist. Das ist echt, wo ich sagen muss, kann man nicht einfach mal durch die Stadt durchfahren, weißt du, so. Ich meine, es muss ja nicht groß sein. Es reicht ja, wenn es da zum Beispiel bei uns in Leipzig, hier Hauptbahnhof, alles, was halt im Hauptbahnhof drumrum ist, ist halt innenstadtmäßig, beim auf dem Ring oder sowas. Das zum Beispiel, das würde mir vollkommen ausreichen. Was macht denn der? Okay. So. Ja, ich habe meinen Spiegel im Blick. Ach, scheiße. So, so geht's, so ist es doch am einfachsten. Wäre definitiv, ich meine, technisch wäre das definitiv auch möglich. Also, ich sehe da jetzt keine Probleme. So, fünf. warum das jetzt nicht funktionieren sollte oder so. So. Und hier stehen zum Beispiel Autos. Das ist ja schon mal sehr merkwürdig. So. Mal gucken, ob man hier Waren bekommt oder nicht. Ja, finde ich sehr gut. 3000. Naja, besser als nichts. Also wirklich besser als nichts und daher. Ich muss ja auch levelmäßig aufsteigen. Es wäre ja blöd, wenn ich das nicht machen würde. So. Lalilu und der Mann im Mond. Schau zu, wenn die Babys schlafen. Ich denke mal, die gehören zusammen, weil die den gleichen Trailer haben. Wo steht denn? Warte mal, wo steht denn jetzt? Hä? Ach da. War es doch da. So. 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 Noch ein bisschen ran, noch ein Stückchen ran. So. T. Naja, gut, war ein bisschen schief, aber hey, ich hab ihn. So. Sitz, Sotz, Guys.
Oh, das ist aber mal schön, dass man sich entschuldigt. Ich finde den Schatten immer noch ziemlich cool, aber teilweise sieht man den ja leider nicht im Gehäuse. Also hier zum Beispiel in den Spiegeln. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass man das nicht sieht. Ich meine, das hätte man auch theoretischerweise machen können. Also. So. So, perfekt. Ich habe durchgepasst. Aber ich denke mal, dass die einen Clan haben oder quasi so zusammengehören. Sonst würden sie ja nicht so aussehen. So, E drücken. So. Ja. Ja? Geht's? Hast du Platz? Super. Was machst denn du da? Ich fahre nicht über Rot. Das könnt ihr selber machen. Ich zahle nämlich nichts. Ich habe nicht die Geldscheiße. So, jetzt ist nämlich erst grün. Ihr Wichser. Entschuldigung. Normalerweise rede ich nicht so. Oh Gott, hier geht's bergauf. Das schaffe ich doch gar nicht. So. Ach, ist doch bestimmt falsch gefahren, ne? Tja, das ist Pech. Das ist Pech. So. 86, 35, 33. Da kommt mir einer näher. Nee, doch nicht. Das ist dort. Naja, fast. Ja, genau, das waren die. Wo auch immer die lang gefahren sind. So. Boah, ey, sag mal. Mit dem Motor, das geht ja mal gar nicht klar. Und dabei habe ich schon das 12-Gang-Getriebe, ja, also. Holla die Waldfee. Ach Gott. Stell dir vor, in Uno Friends wartet ein gratis Hoppolus mit deinem Namen auf dich. Ohohoho! Freu dich. Ich die ganze Zeit einen Blinker an. Hat sich ja fast so angehört. Ach ja, Spätzünder. Und was mir auch aufgefallen ist, diese hier, ne? Diese Kantenglättung ist auch nicht unbedingt vorhanden, ne? Also, das ist schon was, wo ich sagen würde. Das hätte man auch machen können. Das wäre, denke ich mal, kein großes Problem. Also kantenglättungmäßig. Also ich sehe da. Ich weiß nicht, wie das möglich ist oder ob da überhaupt irgendwas möglich wäre. Aber ich sehe da jetzt nicht das große Problem drin. Denn wieso können es andere Spiele? Warum genau die nicht? Und ich habe alles auf Ultra. Also theoretisch. Theoretisch.
Ich weiß nicht, ob ich das runtergestellt habe, aber ich glaube, ich habe eigentlich. Eigentlich müsste alles auf Ultra sein, also. Gut, ist jetzt nicht unbedingt künstlerhaft oder sowas, also. Dahergehend. Mehr FPS bringt das jetzt auch nicht, wenn ich alles auf niedrig habe. Also somit habe ich damit jetzt keine großen Probleme. Es macht Spaß, so zu spielen, und das Einzige, was wirklich nervt, ich habe die Regenwahrscheinlichkeit wirklich fast ganz unten. Es nervt einfach bloß, dass es fast täglich regnet. Das ist wirklich sowas von extrem unrealistisch. Also wirklich auch mal so stark regnet, weißt du? Ich meine, hier gibt es weder dynamisches Wetter, also wirklich, wo es auch mal schneit oder sowas. Also jahreszeitmäßig, genau das ist das, was einen auch sicherlich ziemlich cool, oder was auch ziemlich cool wäre, wirklich mal jahreszeitmäßig Schnee, Regen, Gewitter, Herbst halt, dass da Blätter rumfliegen. Ich meine, das ist heutzutage alles möglich. Ich meine, es muss ja nicht unbedingt auf der Straße so liegen bleiben und alles. Oder auf den Fahrzeugen, aber wobei das technisch, wie gesagt, alles auch möglich wäre. Also ich sehe da kein Problem und ich bin jetzt weit über der Folge drüber. Ich bin jetzt, glaube ich, wirklich weit über der Folge drüber, ne? 28 Minuten, ja. Somit habe ich mich bei einer Folge definitiv nicht verabschiedet. Na, das fällt einem immer zu spät ein. Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit was in ein anderes Programm offen hatte und daher, naja. So, da würde ich sagen, die 30 Minuten mache ich voll. Ich schneide natürlich das in zwei Folgen und ich habe, glaube ich, die Ampel fast mitgenommen. Jetzt habe ich das Schild noch mitgenommen. Habe 0% Schaden jeweils. Das ist natürlich sehr schön. Ich will mal auch versuchen, 0% Schaden überall zu haben. Also direkt bei meinem Trailer. Bei meiner Zugmaschine. Schaffe ich nie. Also, das ist selten, wo ich das wirklich mal hinkriege. Ist das jetzt dein Ernst, du Scheißmotor? Alter Schwede, mit 14 km/h. Willst du mich verarschen oder sowas? What the fuck, ey? Das gibt's doch gar nicht. Also, wenn du da wirklich. Du bist der Angearschte hier. Gibt's doch mal gar nicht. K. Für das Fernlicht. Was man bei solchen Wetterbedingungen ziemlich gut brauchen kann. Eine Frohlich-Werbung, ja? Nein, keine Frohlich. Wie heißt das? Ich habe keine Ahnung. Werde ich gleich sehen. So. Ja, das finde ich, wie gesagt, hier echt Pedigree. Naja, ist ja fast das Gleiche. Ich finde das hier echt beschissen, dass. Nee, weißt du hier, weißt du schon wieder runter auf was weiß ich. Soll ich hier mit 3 km/h hochtuckern oder was? Da kannst du gleich stehen bleiben. Fertig. Nee, ich frag mich, was das soll, der Scheiß. WTF, ey. Ich wusste gar nicht, dass Köln so hoch liegt. Das war so in dem Sinne so tief, aber. Ach, vergiss es. So. Dieser Motor bringt dir überhaupt nichts. Das ist noch schlimmer als der alte, gefühlsmäßig. WTF, und ich habe. Na gut, ich habe 25 Tonnen. Okay, ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Gut, ich werde jetzt hier anhalten auf der Autobahn. Mit One Blinky natürlich. So, kurz bremsen. Motor aus. Und somit bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer natürlich. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Labitonix.